Guten Tag. Alarm auf höchster Stufe. Würgemord 1 und 1 sollte eigentlich nicht an der Tagesordnung sein. Nach mehreren Gesprächen heute mit verschiedenen Sendern, deren zwei, hat es geheißen, versuch doch mal, nochmal die Pressestelle zu konsultieren, das habe ich getan. Warum Galacom.tv von 1 und 1 vorsätzlich image-mordend blind gesetzt worden ist. Ohne Grund, denn es gibt einen Nachweis der Kostennote, die angefallen war und auch geleistet worden ist, heißt angewiesen worden ist. Derzeit schreiben wir den 24. August um 16.46 Uhr. Vielleicht sieht man das hier. Sonst sagt wieder jemand, das stimmt nicht. Das entspricht, ich bedauere, der Wahrheit. Es ist kaum zu fassen, dass 1 und 1 500.000 Euro als Spende an eine Partei weiterreicht. Ich finde es fantastisch, dass Parteien unterstützt werden, damit sie werben können. Ich finde es aber nicht fantastisch, dass man soziale Projekte massiv schädigt, ins Aus schießen möchte, trotz Schadenersatzforderung von 500.000 Euro für Galacom.tv nicht reagiert und eine Frau Brekert sagt, Pressestelle Montabaur, als ich nachfragte, wie ist Ihr Name nochmal? Ich bin nicht diktierfähig, das ist Ihr O-Ton, dafür gibt es einen Zeugen und eine Zeugin, danke. Ja, ja, einen Moment. Wie viel Zivilcourage braucht Deutschland, um Werte wieder leben lassen zu können? Bewusst habe ich hier ein bestimmtes Flash-Spektrum mit Prominenten laufen, damit die Aufmerksamkeit mehr denn je ins richtige Licht, ins schnelle handelnde Licht gerückt wird. Es ist nicht vertretbar, obwohl 1 und 1 weiß, was ich mache, auf der 1 und 1 Kommunikationsseite heißt es bester Kundenservice, aber weit gefehlt. Auf meiner Seite galacom.tv erkennen Sie eindeutig, dass hier Rettungsprojekte an vorderster Front bewusst Platz nehmen müssen, denn was hat Vorrang vor Rettung? Nichts. Unter dem Motto, jetzt den richtigen Retter zu treffen, der bei 1 und 1 Herrn Dommermuth direkt anruft und sagt, wissen Sie was, schalten Sie sich doch kurz mit dem Herrn von galacom.tv, mit Herrn Mohrhardt, und dann finden wir eine Lösung. Frau Brekert hat konkret gesagt, ich habe dann noch gefragt, wie heißen Sie konkret, geschrieben mit dem Namen Paula, Richard, Emil, Cäsar Kaufmann, Emil, Richard, Theodor. Sie hat das nicht verneint. Also gehe ich davon aus, ich habe den Namen ausnahmsweise richtig buchstabiert. Als ich nochmal nachfragte, ja, der Name tut nichts zur Sache, weil ich nicht diktierfähig wäre, ist der O-Ton von Frau Brekert von der Pressestelle 1 und 1. Den Rest, den können Sie sich denken. Anstatt zu sagen, wir finden da eine Lösung, warten Sie doch mal ab, wir melden uns bei Ihnen, weit gefehlt. Das deckt sich mit Erkenntnissen anderer geschädigter Kunden, die auch mal bei 1 und 1 waren. Kein Gehör. Ein Unternehmen, das kein Gehör schenkt, ist irgendwann mal nicht mehr auf der Mattscheibe, nicht mehr auf der Bildfläche. Das war schon immer so. Im Moment
ist es aber noch so, dass man sich das herausnehmen kann. Ich wurde gebeten von verschiedenen Unternehmen, die Zivilcourage unterstützen möchten, doch bitte erstmal meine Seite in Ordnung zu bringen. Da sage ich, wenden Sie sich bitte alle an 1&1 und nach Möglichkeit machen Sie ein Protokoll, wie sich 1&1 mir gegenüber verhält, wenn Sie darauf angesprochen werden. Die Konzernchefs oder der Konzernchef, es gibt ja da weitere Vorstandsmitglieder. Es ist unverantwortlich, dass dieses Unternehmen in Deutschland in Fragezeichen gesetzt, rechtsschaffend und businessschaffend in Tat und Resultat hin und wieder, weil da manche einer doch einen Vertrag abschließt. Wenn der wüsste, was man mir heute alles so an den Kopf gesagt hat, Sie haben doch schon öfters angerufen und so weiter und so fort. Nein, man hat die DENIC informiert, dass man nichts mehr mit Galacom.tv, Galacom.tv ist bei YouTube der Kanal, dass man damit nichts mehr zu tun hat. Schon mal wieder eine Diffamierung. Und ich fordere 1&1 wiederum auf, die 500.000 Euro oder einen Vergleich zu entschädigen an galacom.tv und sich einfallen lassen, wie man die Unternehmen konsultiert, die meinen, nachdem meine Seite nicht online ist, gibt es auch keine Unterstützung oder Förderung. Sie 1&1 schädigen somit vorsätzlich, weil sie wissen es. Die Pressestellen sind die Head of Communications eines Unternehmens und die müssen das weiterleiten. Wenn sie das nicht tun, heißt es, dass sie billig in Kauf nehmen den Schaden anderer Menschen, anderer Würden. Und ich dachte, die Würde ist in Deutschland unantastbar. Vielleicht insbesondere unter Ausschluss von Montabaur ist die Würde antastbar. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und ich werde auch dieses Video wieder weiterleiten an verschiedene Redaktionen, die sich dann das zusammenschneiden, was sie gebrauchen können, und dann veröffentlichen. Entschuldigung, kommt vor. Jedenfalls ist es ein Skandal, dass die Würde von 1&1 seit sicher 01.01.2017 massiv beschnitten, geschädigt und mit Desinteresse verletzt worden ist und immer noch verletzt wird. Und ich hoffe, was ich schon akzentiert habe, auf die Entschädigung. Lassen Sie sich etwas einfallen. Ich kann auch 10.000 oder 20.000 oder 50.000 Kurzvideos publizieren. Das geht auch. Und irgendwann mal wird der Herr Dommermuth nachdenken, was habe ich da für Fehler gemacht. Ich kenne auch jemanden aus der Hochseeregatta oder mehrere und die haben gesagt, sie können sich das gar nicht vorstellen, dass Herr Dommermuth hier auf den Ohren taub und auf den Augen blind ist. Das ist O-Ton von einem Top-Manager. Und jetzt, Frau Brekert, heißt es für Sie warm anziehen. Denn Sat.1, wie auch ein anderer Sender, sind heiß dran. Alles Gute. Und ja, das Blaulicht hat den Hintergrund, eigentlich zum diplomatischen Dialog zu führen. Aber leider bei 1&1 ist diplomatischer Handlungsdialog fehl am Platz. Galacom TV, Zivilcourage Worldwide. Haben Sie bitte Verständnis, die emotionale Haltung. Aber das tangiert einen so empfindlichst negativ, dass man da, wenn man emotional nicht reagiert, hat man vielleicht auf der Gegenseite das Gefühl, das sagt ja einfach so runter. Nein, das sage ich nicht. 1&1 verletzt Menschenwürden, auch die Projekte, die Sponsoren benötigen.
auf gut Glück, auf gut Recht, auf gut Würde. Vielleicht darf das vor der Wahl und auch nach der Wahl Bestand haben, dieser Wunsch. Alles Gute. Hoffen wir mal. More Human Rights Worldwide. Gesicht lohnt sich. Jeder kann der Nächste sein. Uli Hoeneß, wer wegschaut, wer weghört, kann Mittäter sein. In diesem Sinne, jeder kann der Nächste sein. Ich wiederhole mich, aber Muhammad Ali hat auch sehr oft Werbung gemacht für Zivilcourage. Zeigen, gegen Diskriminierung, zeigen. Aber trotzdem wird man 2017 nach Ableben von Herrn Muhammad Ali, is the greatest of all time, nach Ableben immer noch nicht gelernt. Lass Licht blicken. Bis bald.